fürs Kommen. Ich begrüße Sie recht herzlich hier in diesen Räumlichkeiten und werde gleich zum Thema konkret kommen. Verschlüsselung, was habe ich damit zu tun? Und in dem Bereich vielleicht der erste Punkt in der Situation, woher komme ich? An und für sich, und das ist ganz interessant, wie viele in dieser Welt, habe ich ganz was anderes gemacht. Ich bin Experimentalphysiker. Der Vorteil eines Physikers ist, siehe auch Gruber, er macht alles irgendwie und kennt sich überall ein bisschen aus und kann sich dann spezialisieren. Das heißt, er hat eine Grundausbildung in der Technik, genauso wie damals, wie ich studiert habe, von der Prozessrechentechnik, wo wir kleinste Dinge gesteuert haben. Erstaunlich, hat nicht IoT geheißen. Wo wir kleinste Dinge gesteuert haben, bis hin zum Großrechnen, wo wir die Auswertungen gemacht haben. Also das heißt, die Entwicklung war eher natürlich, dass die Ausbildung gepasst hat. Und wir waren in der Experimentalphysik auch die Ersten im Netzwerk. In der Prozessrechenanlage Physik auf der Uni Wien waren wir die Ersten mit einer IP-Adresse direkt nach Amerika verbunden. Und so ging es halt dahin. Und dann kamen immer die neuen Begriffe. Und die neuesten Begriffe schon vor einigen Jahren waren dann schon Cloud. Ja, was ist denn das? Was mache ich mit der Cloud? Das ist ja unansicht, hier will keiner hören davon, das Thema. Die IT hat sich jahrelang extrem dagegen gewehrt. Langsam beginnt es ein bisschen zu erkennen, dass man da vielleicht doch was machen kann, wenn man es richtig macht. Weil es gibt ja nicht die Cloud, sondern es gibt eine private, eine Public und eine Hybrid. Und daher kann man durchaus das verwenden. Und wenn man dann noch die Kosten dazu rechnet, dann weiß man, hoppala, das rechnet sich, wenn man es gescheit macht. Was man sich aber einhandelt, ist eine Abhängigkeit von gewissen, naja, Rechenzentren größerer Art. Natürlich gibt es da noch andere Begriffe, die innovativ mitspielen. Da ist also nicht nur ein IoT dabei, sondern ein Begriff, den kein ITler kennt, der aber in der Security genauso eine Rolle spielen wird, das ist Digital Signage. Hat nichts mit Signatur zu tun, sondern ist die Bewerbung von Informationen auf Schirmen. Man sieht das jetzt auch in Wien von der Gewiss, da wird das explodiert, die Schirmanzahl. Und diese Art von Information sollte man sich überlegen, kann man das eigentlich hacken? Bringt das was? Da denken die Hacker noch gar nicht dran, ist aber sicher auch interessant, die Zielgruppe, wenn es einmal ernst wird. Ich stelle mir das vor, beim Biller kommen bei den Schirmen dann die Konkurrenten und der Hofer sagt, komm zu mir, ich habe es billiger. Also das heißt, die Security spielt überall in dem ganzen Bereich eine wichtige Rolle. Und bei Unternehmen habe ich es dann ganz besonders wichtig unter dem Schlagwort Business Continuity Management. Aus einer ganzheitlichen Sicht. Das wird das Thema der nächsten Monate und Jahre sein. Wie kann ich gerade in einem Unternehmen, das auf neue Technologien setzt, mit diesen Dingen auch so umgehen, dass ich nicht auf die Schnauze fliege? Hart formuliert. Kleines Beispiel, Sie wissen alle, was mit der FACC passiert ist. Eine Firma, gut gesichert, perfekte Technik, der Mensch ist die Schwachstelle. Also das heißt, hier sehen wir genau, wo wir hin müssen. Und natürlich gibt die Technik selbst auch einige Dinge vor, wie zum Beispiel hier, wenn wir uns jetzt ein bisschen anschauen, die Entwicklung. Wenn heutzutage was Neues am Markt kommt, gibt es diesen Zyklus des Hypes. Dieser Hype-Zyklus bei der Cloud ist längst vorbei, da sind wir schon an der Produktivität gelandet. Bei IoT sind wir voll im Hype. Wenn heute eine Veranstaltung Sie besuchen wollen, jeden Tag gibt es eine IoT-Veranstaltung. Also jetzt bei der Automation zum Beispiel auf der Messe, da rede ich morgen um 12 Uhr über IoT und Security. Das heißt, das Thema ist einfach ein Thema, was aber ziemlich auf die Seite geschoben wird. Also wir haben vor kurzem mit einem Mitglied vom IT-Cluster in Oberösterreich gesprochen, auf die Frage Security, das Thema der IT, aber nicht von der IoT. Das heißt, das Internet der Dinge ist das eine, aber die Security ist was anderes. Völliger falscher Ansatz, aber so ist es. Und aus dem Ganzen heraus gibt es einen dritten Begriff, der hyped, ist Big Data. Und da kommen wir schon langsam eben in die Frage hinein, wie schütze ich mich, dass meine Daten nicht der Falsche bekommt. Nur ist die Frage, was sind meine Daten? Wenn ich im Auto unterwegs bin und das Auto meldet an die Zentrale in München, wo ich unterwegs bin, wem gehört die Information? Gehört die mir oder gehört die BMW? Und das sind die Fragen, die wir eben mit der Digital Society alle ansprechen müssen, wo wenige daran denken, das zu tun. Also das sind die Fragen, die dahinter stecken und natürlich Industrie 4.0. Und natürlich, ganz interessant, wenn neue Risiken kommen, die Hacker passen sich an. Ja? Ich würde sagen, Hacker 5.0, weil in der Regel sind die Hacker voraus. Die Antwort folgendes, die Frage war, eigentlich müsste man Hacker 5.0 sagen, weil es der Industrie oder der Entwicklung voraus sind. Da muss ich im Augenblick Gott sei Dank widersprechen.
Denn seit einigen Jahren überlege ich mir schon ständig, warum machen die Hacker nicht gewisse Dinge, die eigentlich schon machbar wären. Schlagwort, Smart Metering, fast ist, man kennt von Ihnen. Also die Stromsteuerung von außen, da geschieht noch nichts. Also ich bin ständig auf der Suche in der Presse, dass da erstaunlicherweise eigentlich die Hacker nicht fuhren sind. Okay. Es geht um die Verbreitung und okay, können wir gerne nachher diskutieren, ob wir 5 oder vielleicht sind wir schon bei 7-0 und wissen es gar nicht, nur weil sie es vorbereiten und noch nichts getan haben. Aber es ist eine richtige Frage natürlich, dieses Thema wird sicher interessant werden, denn den Hackern fallen sicher sehr bald neue Dinge ein, die hier maßgeblich dann störend wirken werden. Ich sage eines, wir sind hier im Augenblick bei Big Data in Klondike. Sie wissen, was das war, so 1890, vorigen Jahrhunderts. Da gab es im Prinzip nur eine Sache, Claim abstecken. Ich möchte meine Power haben. Was geschieht jetzt? Jeder steckt seine Claims ab, nur hat im Thema Big Data, IoT und so weiter. Reden miteinander ist schwer möglich, aber Schnittstellen schon gar nicht und Austauschbarkeit schon überhaupt nicht. Das kommt immer viel, viel später. Das zweite ist, wer schützt mich vor kriminellen Angriffen? Da sind wir jetzt beim Thema Gesetzesgebung, die kann nur hinten nachhinken leider. Sie könnte anders sein, aber das haben wir heute in der Einleitung schon gehört, die Rechtsprechung hinkt hinten nach. Und ich sage nur wiederum ein Beispiel, weil wir es vorhin angesprochen gehört haben, weil der Werner das erzählt hat. Bitte ein Auto, das wie im Fernsehen einparkt, ohne dass ich da was tue, bewegen sich die Räder. Wenn ich so ein Auto habe, würde ich sagen, ich verweige ab nun das Pickerl. Solange die Rechtsprechung nicht mir sagt, ein Auto ist sicher. Die Bremsen werden geprüft und er kann lenken, wo er will. Wo bleibt da die Rechtsprechung von § 57? Das kann nicht funktionieren und da hinkt man wieder völlig hinten nach. Und diese Dinge müssen geklärt werden. Wer hat Interesse daran mit der Privatsphäre? Naja, das ist jetzt ein heikler Punkt. Besteht da überhaupt Interesse von gewissen gesetzgebenden Stellen, da mich zu schützen? Die Frage muss man auch einmal diskutieren. Und ganz interessanter Fall, wir reden heute von Verschlüsselung. Sie werden an einer Folie sehen, völlig ident, Verschlüsselung, Signatur, selbe Technologie. Ja, Signatur haben wir, Signatur gesehen, unterschreiben können Sie was wollen, da habe ich kein Problem. Aber Verschlüsselung, da lässt sich eigentlich kaum wirklich ein Staat voll in die Gesetzeslage hinein. Weil da exponiert er sich. Wir wissen zwar, wo es gestraft wird, also in China ist es gegen Strafe verboten zu kryptisieren. Frankreich ist streng, aber traut sich halt nicht so streng zu sein wie die Chinesen, sind aber strenger. Andere wieder geben die vor, eigentlich hätte der Mensch, der Bürger, das Recht, sich zu schützen. Das heißt, hier ist man einfach nicht imstande, das zu klären. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt, wenn ich mir jetzt anschaue. Ich habe das am 3. Mai in der Zeitung gesehen, also im Internet, und das hat mich fasziniert. Nämlich bei den TTIP-Verhandlungen keilt es sich an der Meinung der Amerikaner und Europäer zum Thema Verschlüsselung und zum Einbauen eines Trojaners, der hintenrum zugreift. Und interessant, die Europäer sind strenger als die Amis. Die Amerikaner wollen es freigeben, die Europäer wollen das auf einmal doch anders. Also an solchen Dingen sieht man, dass Verschlüsselung ein heißes Thema ist und noch lange entfernt ist von einer öffentlichen Lösung. Das heißt, die Antwort ist eindeutig und die werden Sie heute bekommen. Wenn Sie den Raum verlassen, können Sie alle Ihre Daten so schützen, dass auch NSA nicht lesen kann. Und auch beim Einreisen nach Amerika können Sie gerne ein Passwort geben. Er sieht ein paar Daten auf dem verschlüsselten Bereich, aber in Wahrheit sind es ganz woanders verschlüsselt. Also das sind die Dinge, die man machen kann, wenn man will und Kleinigkeiten nur weiß, wie es geht. Panama ist überall, 16. April. Wie kann sowas passieren? Wenn wir gescheiten Sicherheitsbeauftragten hätten, 4-Augen-Prinzip, Daten lösen von den Personen bezogen und mit Pointer verlinken, der Data weiß nicht, wer es ist, aber der kriegt da lesbar alles, was er will. Das ist eine furchtbare Lösung eigentlich, wenn man so etwas überhaupt hat. Weil es gäbe die ganzen Leaks-Geschichten nicht, ob WikiLeaks oder das, wenn man es gescheit macht. Nur der Mensch ist sehr schwer zu überzeugen, wie er es gescheit macht. Ein paar Kleinigkeiten zum wichtigsten Thema Awareness. Der Mensch ist eigentlich gar nicht damit, naja, umgehensbereit, hätte ich beinahe gesagt, er ist nicht geschult. Wenn einer sagt, meine Daten interessieren niemand, versinke ich im Boden. Jeder dritte Rechner, laut Statistik, gehört nicht mehr dem Benutzer alleine.
Jeder dritte Rechner. Statistik durchgeführt in Deutschland von den einzelnen Institutionen, weil irgendwo in den Rechnern sehr stark vertreten Hintergrundprogramme lauern. Sonst wäre eine Denial-of-Service-Attacke, eine Distributed, nicht möglich. Kleinere Angriffe brauchen 30 Millionen Rechner. Wie kriege ich die? Das heißt, allein damit sollte man schon anfangen nachzudenken. Ich muss meine Daten und auch meine Systeme sichern. Also auch, wenn es geht, verschlüsseln. Wenn einer sagt, ich habe nichts zu verbergen, okay. Ja, Sie haben eine Frage? Also die Frage war, ob die Vorratsdatenspeicherung ad absurdum geführt wird, wenn diese Verschlüsselung kommt. Im Prinzip, nein. Warum? Das hat mit dem nichts zu tun. Ich kann die Vorratsdaten speichern, geht es ja um die Verbindungsdaten. Das ist aber ein Punkt. Und nicht um die persönlichen Daten selbst, wo Inhalte drin sind. Zum Teil haben Sie schon recht, die Verbindungsdaten sind auch essentiell und interessant, aber nicht der wesentliche Punkt. Also da geht es ja nur um die Verbindungsdaten. Ja, und dann ein richtig schwieriger Punkt natürlich, ich vertraue meinem EDV-Berater oder Betreuer. Dieses Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Also wenn jemand als mein Betreuer Sicherungskopien macht, auf einer Platte, die zu sich nach Hause nimmt, damit mir nichts passiert, klingt das ganz nett und lieb. Ist das sicher ein Schutz gegen Datenverlust. Aber was ist, wenn ich mit dem nicht mehr friedlich mich trenne? Also das sind so die Fragen. Und vor allem natürlich eines, es trifft immer die anderen, das kenne ich. Also regelmäßig, wenn einer zu mir kommt, ich habe ein Problem, mein Handy, sind mir alle meine Daten weg, weil ich synke überall und es ist überall weg. Dann hast du ein Backup. Nein, wozu? Das passiert normalerweise jetzt viel zu wenig. Und wenn es passiert, wird es nicht offiziell. Das heißt, das sind die beiden Themen, warum wir in der Themenbereich Security und Verschlüsselung so weit hinten noch sind. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Eigentlich müssten wir es tun, denn es gibt ein österreichisches Informationssicherheitshandbuch, Entschuldigung, das lange Wort ist nicht von mir. Die neue Version ist jetzt im Jänner herausgekommen. Die alte Version hat so 100 Seiten gehabt, die hat schon wieder 500. Das heißt, die haben die sich schon wieder hinauf verlängert. Aber ein Punkt ist gleich geblieben, nämlich, dass man sich bewusst sein muss, und das ist auch mit ein Ziel von heute, bewusst sein muss, Daten, die ich verschlüssle, sind geschützt und das muss ich auch irgendwie tun. Und das wäre auch sinnvoll. Gut, kommen wir jetzt langsam zu den wichtigen Themen. So einen kleinen Reim da oben. Computerdaten, die uns nützen, muss man vor fremdem Zugriff schützen. Die vielen Infos, die dort liegen, darf nicht problemlos jeder kriegen. So sollte es sein. Was haben wir? Auf der einen Seite Datenschutz, auf der anderen Seite Datensicherheit. Was heißt das? Datenschutz, da lassen sich alle im Gesetz drüber, das wollen wir haben. Der soll geschützt sein. Ob es dann geschieht, was passiert, wir wissen, dass extrem geringe Prozesse geführt werden zu dem Bereich. Da wird kaum wirklich gestritten. Datensicherheit ist eigentlich eine Sache des Individuums der Firma. Wie sichere ich die Daten? Wie schaue ich, dass ich keinen Verlust erziele? Und dann haben wir die Kontroverse zwischen Recht und Praxis. Recht, okay, hinkt hinten nach. Und die Praxis versucht dann irgendetwas zu machen. Möglicherweise einen Workaround, der viel Geld kostet, aber dann vielleicht funktioniert. Also das sind so die Widersprüche, die wir haben und wo wir uns bewegen. Interessante Geschichte noch, eine Entscheidung, nur damit Sie sehen, wie uneinig die EU eigentlich ist. Da gibt es einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da hat jemand ein Dienstverhältnis gekündigt, weil der Privates genutzt hat. Er hat es ihm vorher gesagt, das hat gereicht, auf Deutsch gesagt. Also hier, andersrum wieder, gibt es Fälle, wo einer auf Wiedereinstellung geklagt hat und Recht bekommen hat, weil sein Chef seine Daten gelesen hat. Das ist eine österreichische Entscheidung. Das heißt, wir haben hier in der Rechtsfrage eine, muss ich sagen, Unsicherheit, bis es zu oberstgerichtlichen Entscheidungen kommt. Also besser, wir machen es selber und schützen uns selbst. Ganz wenig Folien, ein, zwei Folien, nur damit man den Überblick hat, woher die Verschlüsselung eigentlich kommt. Das wäre alleine schon ein eigenes Vorlesungsthema von der Geschichte der Griechen und der Römer, wie die verschlüsselt haben. Ob man da jetzt ein Stück Holz nimmt, um ein Band herumwickelt und eine 1-zu-1-Zuordnung herstellt. Ob man ein Buch nimmt, Löcher aussticht und wenn man weiß, wenn man es in das Buch in die richtige Seite legt, kommt der Text heraus. Wer weiß, wo das kriegsentscheidend war,
El Alamein, da waren die Verschlüsselungen zum Einsatz. Mit den Büchern, wenn man gewusst hat, das Buch und den durchsichtigen Zettel mit den Löchern, konnte man es lesen. Dann gab es natürlich die mechanischen Stützen, darin auch eine 1-zu-1-Zuordnung mit der mechanischen Unterstützung, Schlagwort Enigma. Auch kriegsentscheidend. Wie ist die Enigma geknackt worden? Ein U-Boot ist aufgebracht worden. Es war kein U-Boot, es war Wetterschiff. U-110. Oder war es ein U-Boot? Also ein Schiff der Deutschen zumindest, haben wir uns einig. Also ein Schiff der Deutschen ist aufgebracht worden. Genau. Und das Interessante war, das wurde verheimlicht, dass wir es haben. Das wurde als, wir haben es versenkt und nichts gehabt. Also das wurde verheimlicht. Und das Interessante noch, wie hat man es dann tatsächlich schlussendlich wirklich geknackt? Indem man gewusst hat, jeder Text endet mit Heil Hitler. Also auch eine interessante Sache wiederum für die Kryptoanalytiker, das sind die wissenschaftlichen Hacker. Die Kryptoanalytiker haben festgestellt, dass man, wenn man von einem gewissen Text, einen gewissen Plaintext und den Kryptotext, einen Teil kennt vom Plaintext, tut man sie relativ leicht, vor allem sehr leicht, wenn sie 1-zu-1 zuordnen ist. Genau. So, also das ist die einfachste Form. Da gibt es verschiedene Varianten dazu, also da wollte ich gar nicht näher darauf eingehen. Und dann gibt es die heutzutage üblichen Verfahren, nämlich symmetrische Verfahren, dasselbe Key zum Auf- und Zusperren. Vorteil, schnell, einfach, der Key ist noch immer ein Problem. Das zweite ist die asymmetrischen Verfahren, zwei Keys, die eigentlich miteinander sehr wenig zu tun haben, außer dass sie dieselben Primfaktoren zum Teil, wenn sie die gemeinsam kennen, zusammenbringen. Also der Trick ist der, wenn Sie zwei ganz, ganz große Primzahlen, da rede ich von mehreren hundert Stellen, ganz große Primzahlen multiplizieren, geht es schnell. Eine Primzahlenanalyse dauert ewig. Das ist das Grundprinzip hinter der ganzen Algorithmik des Public-Private-Key-Verfahrens auf einfache Form gebracht. Was hier noch nicht steht, es gibt neue Techniken, da können wir nach dem Vortrag drüber reden, die eigentlich die Sicherheit noch verstärken. Das wurde vor 3 Jahren erfolgreich von einem gewissen Herrn Craig bewiesen, dass das geht, dass er nämlich Daten verschlüsselt, noch einmal verschlüsselt und beide operieren und am Schluss kommt irgendwas Unbekanntes, Verschlüsseltes raus. In Wirklichkeit sind die beiden addiert worden, die Zahlen. Das ist jetzt sehr schwierig zu verstehen, daher reden wir später nachher, heißt Homomorphismus, ist der erste Schritt, dass ich überhaupt gar nicht entschlüsseln mehr muss, wenn ich Operationen setze, sondern dass ich mit verschlüsselten Daten operieren kann. Das kann ich jetzt noch nicht. Also wenn ich jetzt eine Kryptodatei habe und eine andere, kann ich die nicht verknüpfen, ohne sie zu öffnen, die Inhalte. Und der Homomorphismus ermöglicht es, auf kryptischer Ebene zu operieren. Das heißt, der Operator, der das macht, sprich der Computer zum Beispiel, braucht nicht mehr die Daten öffnen. Das ist sehr kompliziert. Das war jetzt der Höhepunkt, bitte, wenn Sie es nicht verstanden haben, macht nichts, können wir nachher gern drüber reden. Das war eine sehr komplexe Dissertation in Amerika drüben, da hat es bewiesen, indem er die Grundrechnungsarten hat er geschafft, kryptisch Zahlen, die er verkryptet hat, zu operieren, also plus minus die kryptischen Werte und am Schluss haben die Summe wieder gestimmt, wie man es dekryptet hat. Also das ist eine Wahnsinnserkenntnis gewesen, aber Riesenproblem, Rechenleistung. Und damit sind wir beim Punkt, wo ich jetzt wieder hingehe. Verschlüsselung ist ein Thema der Rechenleistung. Also, wenn ich jetzt eine Echtzeitverschlüsselung brauche zwischen zwei Computern, fahre ich normalerweise symmetrisch, weil es schnell ist. Das würde mir die Geschwindigkeit wahnsinnig drosseln, wenn ich asymmetrisch fahre. Also fährt man symmetrisch beim Tunnel. Was mache ich aber, damit die Schlüssel nicht geknackt werden? Ich tausche sie alle 24 Stunden. Asymmetrisch, durchschaut. Und das ist genau die Methode, wie man also diese Verschlüsselungen verwendet. Daher also, wenn Sie Daten am Computer verschlüsseln, und es ist nicht zeitkritisch, können Sie beide Verfahren verwenden. Wenn Sie nicht live auf einer Festplatte operieren wollen und das ist verschlüsselt, ist das symmetrische zu empfehlen. Ich habe eine Frage zum asymmetrischen Verfahren. Ja. Zumindest was ich aber auf der These habe, ohne dass jetzt aber Spezialist bist, bei asymmetrischen Verfahren, die eigentlich Daten auch nur symmetrisch verschlüsseln, nur der symmetrische Verschlüssel wird asymmetrisch verschlüsselt. Das beim Tunnel. Beim Tunnel. Beim Tunnel. Okay. Das ist die Tunneltechnik. Das funktioniert auch so. Das ist die Online, weil es Echtzeit ist. Also bei Echtzeit brauchen Sie es so. Und jetzt kommt die letzte Frage noch zum Verständnis. Wo ist jetzt der Knackpunkt, wo die Hacker beim VPN angreifen können?
bei der ersten Schlüsselübergabe. Und daher ist der Tunnel, wird immer gestartet mit sogenannten Pre-Shared Secrets, die man selbst einmal von beiden Seiten eingeben muss. Also da wird ein Pre-Shared Secret verwendet, ein eigener Key, damit das Ganze sinnvoll startet und nicht zu einem Hack führen kann. Aber das war jetzt wieder kurz gesprochen. Jetzt zurück zum Thema. Wesentlich für die Verschlüsselung in jeglicher Art ist die Schlüssellänge und das Wesentlichste, der Startvektor. Das heißt, wie beginne ich? Haben wir gerade gesehen beim VPN, darum habe ich das erwähnt, der Startvektor ist kritisch. Und jeder von Ihnen kennt ein Protokoll, wo der Startvektor immer dasselbe war. Und damit war die Verschlüsselung irrelevant. Und jeder Linux-Rechner hat in 10 Minuten den Key gehabt. Wer kennt das Protokoll noch? WEP. Das Wireless Equivalence Protokoll, die erste Verschlüsselung für Wireless LAN. War deswegen so sofort geknackt, weil die immer denselben Startvektor gehabt haben. Also, das sind wir beim wichtigen Punkt. Wenn Sie heutzutage verschlüsseln, das werden Sie dann live beim Programm sehen, wenn Sie verschlüsseln, brauchen Sie einen Zufallsvektor, eine Zahl, die zufällig ist, damit das Ding gescheit funktioniert. Was ist zufällig? Mausbewegung, beispielsweise. Sind Sie mit der Mausbewegung nicht zufrieden, können Sie eine Datei nehmen, die Sie schon haben. Irgendeine Movie-Datei, irgendeine PDF-Datei, völlig egal. Irgendeine Datendatei, da werden dann die Bitmuster als zufällig eingestuft und das werden sie auch meistens sein. In der Praxis der Informatik arbeitet man daran, diesen Vektor wirklich zufällig zu machen. Und da gibt es schon Forschungsgebiete wie atomarer Zerfall auf einen Chip, der wirklich zufällig ist und daraus errechnen wir Zufallszahl. Also die Zufallszahl ist ein wichtiger Punkt. Und damit kommen wir natürlich auch zur Realzeitverhalten. Das sollte nämlich so sein, dass wir arbeiten können damit. Beispiel wieder aus der Praxis, wie es gleich sehen wir mit den Druckryptern. Wenn ich eine Datei verschlüsseln will, kein Problem. Laufwerk wird schon interessanter. Und wenn ich dann auf ein 2 Terabyte Laufwerk gehe und ich möchte alles verschlüsseln, kann das mühsam werden. Getestet, das Druckrypt braucht 2 Stunden beim Formatieren einer 2 Terabyte verschlüsselten Datenvolumen, also Device. Beim Arbeiten, so. Das heißt, das Erstellen der ersten Datei dauert lange, aber dann geht es schnell. Und das ist ganz interessant, wenn wir jetzt von der Cloud reden. Auch die Cloud-Sicherung gehört natürlich zu dem Thema. Wenn Sie jetzt in die Cloud Ihre verschlüsselten Daten raufschupfen, naja, dann sollte die da oben, die Cloud, ja eigentlich nicht sehen, was Sie da hochladen. Wenn sie das nicht sieht, wie soll sie dann wissen, was sie von den 2 Megabyte oder Gigabyte aufladen soll? Das heißt, das hängt jetzt von der Cloud ab, da kann nicht die Copy fahren, weil da schläft er ein. Und Dropbox zum Beispiel macht das so, dass sie die Daten nur blockweise korrigieren. Also wenn Sie heutzutage eine Kryptodatei haben mit 2 Megabyte oder 100 Megabyte und dieselbe liegt in der Cloud und Sie ändern lokal was und verschlüsseln es wieder und sichern hoch, dann nur ein, zwei Blöcke getauscht. Interessanter Punkt, Ihre sogenannten Container-Files, also gleich, wo die Daten drin liegen, sind auch für Microsoft, für Linux, nicht erkennbar. Damit kann er auch nicht sagen, beim Directory, in der FAT-Eintragung, NTFS oder wo, kann nicht sagen, Achtung, neue Änderungsdatum. Das heißt, eine einmal erstellte Kryptodatei, die Sie aufmachen, ändern, zumachen, hat immer dasselbe Erstellungsdatum. Da kann nicht feststellen, dass sie was geändert hat. Also das sind auch so Gedanken, die man mitführen muss. Nicht, dass man die Daten immer hochspielt und wundert, was war das jetzt, wann habe ich denn das gemacht? Also da muss man aufpassen drauf, dass man das in den Namen vielleicht hineinkodiert oder sonst wie, wann ich die letzte Änderung gemacht habe. Also das sind so einige dieser Punkte. Und das Letzte, wenn Sie natürlich ein völlig kryptisiertes Device haben und stecken das bei Microsoft Computer an, was wird der sagen? Soll ich formatieren, unbekanntes Filesystem? Das heißt, die Sicherheit ist perfekt, wenn man Nein sagt. Wenn man Ja sagt, ist sie auch sicher. Perfekte Sicherheit, nur die Daten sind weg. Aber auf alle Fälle ist es gesichert. Ja. Wie funktioniert das dann, wenn ich die verschlüsselten Dateien hochlade und ich weiß, was ich mir hier anschaue? Das kommt darauf an, welches Handy Sie haben und welches System Sie zur Verschlüsselung verwenden. In der App beispielsweise. Da wird es runtergeladen und lokal geöffnet. Achtung, da müssen Sie natürlich jetzt aufpassen, welches System Sie verwenden. Ja, wenn Sie, bitte? Wenn ich jetzt bei Android einfach ein PDF, das ich verschlüsselt hochgeladen habe, dann mir anschauen möchte, ob ich das auf der Dropbox ist. Und über die App. Das geht dann einfach. Das geht, wenn der Algorithmus der Verschlüsselung dasselbe ist. Achtung,
TrueCrypt gibt es nicht für die Handy, für die Android-Version. Das heißt also, da müssen Sie jetzt aufpassen, welche der Verschlüsselungstechniken Sie verwenden. Während aber Google Drive zum Beispiel das auch verschlüsselt, verschlüsselt kreuz und quer natürlich mit jedem Betriebssystem. Dahinter ist aber halt Google Drive. Und das ist nicht ein Source-Code-Proven, echt geprüftes Verschlüsselungssystem. Sie sehen, das sind die Probleme, mit denen man sich gedanklich ein bisschen auseinandersetzen muss. Das heißt, die ganz kritischen Daten habe ich nur, Widerspruch in sich beinahe, nur auf Microsoft-Systemen liegen, weil da funktioniert TrueCrypt überprüft Source-Code-mäßig perfekt. Das ist ein Widerspruch in sich, aber so ist es. Ist das bei TrueCrypt auch schon Versionen, die kompromittiert sind? Nein, bei TrueCrypt nicht, eben nicht. Nein, ja, beides. Das ist eine Doppelfrage. Die Frage war, ob schon kompromittiert ist das TrueCrypt. Nein. Interessanter Fall ist folgendes. Wir wissen alle, jetzt schweife ich ganz kurz aus, damit ich dann zur Praxis komme, muss ich es kurz fassen. Ganz kurz aus. TrueCrypt war eines der größten Probleme der Amerikaner. Weil dort, damit konnten sie selber ihre eigenen Dinge nicht mehr dekryptisieren, wenn sie es beobachten wollten. Eine echte lästige Geschichte. Was machen die Amerikaner zum zweiten Mal, nicht zum ersten Mal? Sie haben es beim Phil Zimmermann schon gemacht, bei BGP. Sie haben die Leute motiviert, zu kooperieren oder aufzuhören. Der Phil Zimmermann hat kooperiert, wurde reich und ist ausgewandert und hat eine Master-Key-Möglichkeit eingebaut. TrueCrypt hat nicht kooperiert, wurde eingestellt. Und heutzutage ist das schöne Argument, wo immer Sie bei TrueCrypt nachschauen, wenn du eine Version hast, die älter als 7.1a ist, die 7.1a kannst du nehmen, die ist gesichert. Es steht aber ganz rot und groß, es werden keine eventuellen Sicherheitslücken behoben. Ja, wenn keine drin sind, brauche ich das nicht. Und das ist aber das Argument für alle anderen Softwareprodukte, dass man eben, solange noch ein Update da ist von sicherheitsrelevanten Problemen, kann man es betreiben. Siehe Microsoft Server, was immer. Wenn die das einstellen, dann ist es grob fahrlässig, wenn man es weiter betreibt. Weil die beschäftigen sich ja mit den Lücken. Nur das ist genau umgekehrt. Da ist die sichere Source Code überprüfte Lösung sicher und alles weitere wurde nicht mehr weiterentwickelt aus Motivationsgründen. Und alle Alternativlösungen, die ich dann auch kurz herzeige, also nur thematisch, Alternativlösungen, ob es BitLocker oder irgendwas sind, sind rein theoretisch sicher, aber praktisch hat es noch niemand bewiesen. Bei TrueCrypt wurde es bewiesen bei der Simansa. Gut, also das sind die Geschichten. Jetzt machen wir mal kurz da weiter noch. Also die beiden Methoden sind klar. Da gibt es einen Klartext oder einen Ciphertext und auf der anderen Seite ist der Geheimtext, heißt Ciphertext, derselbe Schlüssel auf- und zusperren, symmetrisch. Asymmetrisch, und jetzt wird es spannend, der Asymmetrische arbeitet mit zwei Schlüsseln, einem Public und einem Private Key. Und das Geniale ist, dass ich hier verschlüssele mit dem Ziel-Key. Also wenn ich ihm eine Mail schicken will oder etwas, was so verschlüsselt ist, nämlich seinen Public Key. Und nur er mit dem Private kann aufsperren. Das ist ja genial. Jeder kann die Daten lesen. Public Key ist auch völlig öffentlich. Das ist das Geniale. Ich kann einen Schlüssel veröffentlichen. Und jeder kann ihn verwenden. Aber nur der Counterpart, der ihn erzeugt hat, kann aufsperren. Und damit sind wir beim hauptsächlichen Problem. Wer erzeugt die Keys? Und wenn man das heute dann fortsetzt, jetzt grob jetzt, ich weiß nicht ganz korrekt gesprochen jetzt, fortsetzt in die Zertifizierschiene von digitaler Signatur und Karten, haben wir dasselbe Thema. Wer bestätigt die Zuordnung einer Person zu einem Signaturkey? Das ist einfach eine physische Eigenschaft, die jemand machen kann und diese Vertrauenskette der Zertifizierstellen ist halt ein Risiko. Das Risiko ist weg, wenn ich es selber mache. Und damit sind wir beim Thema. Bei TrueCrypt mache ich alles selbst. Damit bin ich selber der, der sagt, welchen Key und wie und was. Kann ich selber verwalten, was allen anderen ziemlichen Ärger bereitet. Weil sich niemand hineinschalten kann in die operativen Vorgangsweisen der Keys. Und neben bemerkt die kurze Folie hier, die zeigt sehr schön, wie das heutzutage angedacht wird, wenn man Public-Private Key nimmt. Verschlüsseln, wie schon erwähnt, mit dem Public Key des Zieladressaten. Das File kann überall herumgrundeln, kann jeder lesen, aber aufsperren kann es nur der, der den Private Key dazu hat. Auf der anderen Seite kann ich mit dem Private Key auch signieren. Signatur ist in dem Fall nichts Unterschriftliches, sondern nur eine Bitfolge, die aus dem vorigen Bereich berechnet wird und als Text angehängt wird.
haben wir lange Diskussionen bei Firmen gehabt, ja, was ist, wenn ich das verschmeiße, sage ich, kein Problem, ausdrucken. Und wenn es dann verschmeißt, dann tippst du es wieder ein. Das ist ein Text, ein lesbarer Text ist die Signatur. Und diese Signaturen, da lässt sich die Gesetzgebung gerne drauf ein, weil dann das drüber kann man ja nur lesen. Und wie mache ich es da? Das signiere ich natürlich mit dem Private Key und kann mit dem überall herum erhältlichen, herumliegenden Public Key die Echtheit prüfen. Aber mehr gehe ich jetzt nicht darauf ein, weil das ist dann die Sache, die Signatur heißt und die an und für sich heute nicht das Thema ist. Ja, was ist ein sicheres Passwort? Denn jetzt kommt's. Alle diese Technologien mit Keys verwenden Aktivierungsbegriffe, Phrasen, Pins, was immer man haben will. Weil sonst könnte man ja theoretisch, wenn ich vergesse und den Rechner da stehen lasse und der Key liegt da drauf, könnte es ja einer verwenden. Um das zu verhindern, sind Keys geschützt. Daher die kurze Frage, wie mache ich ein Passwort sicher? Erstens einmal Katastrophe, schlägt auch TrueCrypt vor, länger als 20 Zeichen. Damit beginnt das erste Problem, das merkt man sich normal nicht. Daher ist das Bessere, man macht einen Mischform, man sagt einen Satz, zum Beispiel Adam und Eva gehen in den Wald. A, U, E, I, D, W. Die Sequenz ist sicher so, dass man es merkt, ohne dass man es aufschreiben muss. Sollte nicht jeder diesen Satz verwenden, den ich jetzt gesagt habe, aber man baut sich selber einen Satz und den sage ich nie laut, keinem Menschen sage ich den laut, nicht einmal irgendwo, es könnte einer zuhören, schon gar nicht in der U-Bahn, per Telefon. Also der Satz wirklich niemandem sagen. Dann irgendein Sonderzeichen, zum Beispiel, das ist ganz wichtig, immer ein Rufzeichen. Also dann sage ich den Satz, ein Rufzeichen und dahinter eine Zahl. Perfektes Passwort. Na, was mache ich mit der Zahl? Sind wir beim nächsten Punkt. Und das kommt gleich mit der nächsten Folie. Also wichtig, diese Dinge sollten keine Verbindungen haben. Also dieser Satz ist was Schönes. Keine Verbindungen zu Haustieren, Geburtstagen, Freundinnen, Mädchen und was immer. Und nach Möglichkeit wechseln auf einen Token. Was ist ein Token? Irgendwas. Hardwaremäßiges. Kann ein USB-Stick sein. TrueCrypt kann auch mit USB-Stick fahren, wenn da ein Key-File drauf ist. Und wenn ich das nicht habe, keine Chance. Sollte man gut aufpassen drauf. Weil wenn es NSA und Pentagon nicht schafft, schafft es auch nicht. Also, das heißt, da sollte man gut auf das Stückchen dann aufpassen. Und diese Token, auch da gibt es natürlich Recover-Verfahren, keine Sorge. Auch bei den professionellen Lösungen, die man kaufen kann, gibt es natürlich Recover-Verfahren, dass man gewisse Dinge in gewissen Reihenfolgen macht, in Zusammenbringen von 6 Augen oder sonst noch mehr, damit das Ding wieder lesbar wird. Und dann gibt es noch etwas Interessantes hinten nach. Vor 20 Jahren hat einer gesagt, was ist ein gutes Passwort? Man nimmt ein Lexikon, das so dick ist, aufmachen, reinstechen, das ist Passwort. Falsch, das machen heutzutage die Rechner. Also wenn Sie heutzutage eine Hacker-Software nehmen, sagt man hinein, Phrase, Lexikon, Sprache, und der macht genau diese lexikografische Suche, Brute Force-Attack nennt man das, probiert alle Lexika durch und ist nach kürzester Zeit bei der Lösung. Daher gibt es sogenannte Brute Force-Checker, da habe ich ein Beispiel hingeschrieben, wo man ein Passwort, das man einmal entwickelt hat und für gut empfindet, dem geben kann zur Prüfung. Ja, jetzt muss ich natürlich sofort sagen, bitte? Wirft es nicht das Problem auf, dass ich das Passwort schon wieder ins Netz habe? Richtig, Sie haben mich nicht ausreden lassen. Okay, da kommt man jetzt zum sogenannten Zwangsneurotiker, den man mir vorwirft. Also man hat echt Probleme manchmal, mich per Mail zu erreichen, weil gewisse Dinge tue ich nicht, also klicke ich nicht an. Und dann beschweren sich die Leute immer, wenn ich was nicht tue. Also das ist halt so. Ja, bei der Wirtschaftskammer ist wieder so ein Problem. Die schicken mir jetzt jeden Tag eine E-Mail, klick da drauf, um den Vorgang des Administratorvorgangs für deinen Account abzuschließen. No. Ich weiß nicht, wie lange wir das nur schicken, wahrscheinlich kapitulieren sie dann irgendwann. Aber das ist sicher eine gute Nachricht zu 99%, aber das Prinzip klicke ich nicht drauf. Und das sind natürlich dann die Probleme, wie Sie richtig sagen, dass man zwangsneurotiker wird, wenn man zu viel mit Security zu tun hat. Aber jetzt zum nächsten Punkt, das wäre mal Teil 1, Sonderzeichen, Teil 2. Wie kann ich einen PIN, weil das ist der nächste kritische Punkt. PIN gibt es bei der Kreditkarten, gibt es überall, gibt es beim Aktivieren vom TrueCrypt überall. PINs sind Zahlen. Und es gibt, jetzt kommt der Physiker in mir durch, es gibt Zahlen, die umkehrbare Algorithmen haben. Also beispielsweise, spiegeln. Ich kann eine Zahl immer spiegeln, so wie einen Spiegel anschauen. Also zum Beispiel 3412 wird dann, wenn man es in der Mitte spiegelt, wird dann 2143.
Und ich brauche mir nur merken, spiegel den PIN. Da kann ich jeden PIN notieren. Und wenn es den auf eine Kreditkarte schreiben, wird keiner machen, kommt was damit. Außer war hier herinnen, dann erfinde meine Kreditkarten. Falsch. Daher ist die Logik, ich brauche mehrere solche Algorithmen. Also spiegeln ist eine schöne Sache, wenn man Zoll kodiert und auch auf die Kreditkarte dann schreiben kann. Denn ich kann 2143 durchaus auf die Kreditkarten schreiben. Außer ich mache es mit Positionstausch. Positionstausch heißt, die äußeren und die inneren tauschen. Ist nicht mehr spiegeln. Ist wieder ein umkehrbarer Algorithmus. Und der schönste, den normalerweise niemand kennt, ja, der Rotieren gibt es auch noch im Kreis herum, der ist ein bisschen kompliziert. Da muss man denken, viel zu viel. Spiegeln, tauschen ist leicht. Neuner Komplement ist das schönste. Was heißt das? Ergänzen auf 9. Ist umkehrbar. Ein Zweier auf 9 ergänzt ist 7 und ein Siebener auf 9 ergänzt ist wieder 2. Genial. Und jetzt mischt man das und baut für sich selbst einen Algorithmus, den man immer bei allen Pins einsetzt und hoffentlich auch niemandem erzählt. Das heißt, Sie können jederzeit auf allen meinen Dingen, wo irgendein Zoll draufsteht, sicher sein, die stimmt nicht. Weil das ist eigentlich für mich, den ich jetzt nicht kundtue, definierter Algorithmus aus Kombinationen. Also da, und ich sage es Ihnen, da können Sie einfachste Dinge machen und Sie schützen die Daten, ohne dass Sie was aufschreiben müssen, was den echten Key betrifft. Irrsinnig einfach. Und wie gesagt, neuner Komplement ist das Trivialste. Allerdings gibt es einige, die das schon von mir gehört haben, also ich würde nicht nur den neuner Komplement nehmen. Also das wäre genau diese Geschichte, wo man dann zum Beispiel spiegeln und neuner Komplement gibt, von der Zahl gibt das und das notiere ich. Also diese Dinge kann man dann sehr schön verwenden, um sich dann, den Satz merke ich mir, das eine Zeichen schaffe ich geistig gerade nur, dass ich das Rufzeichen mir vielleicht merke, und die Zahl kann ich mir aufschreiben. Ohne dass er Risiko hat. Gut, jetzt wird es kritisch, jetzt kommen wir langsam ins Ende, dann kommt gleich die Vorführung. Wo liegen meine Daten? Das sind natürlich jetzt die Fragen, um dann die Verschlüsselung zu denken. Arbeitsplatz. Naja, wie oft ist ein Arbeitsplatz nicht von Ihnen besetzt und Sie sind nicht ausgeloggt? Zu oft. Wenn Sie nicht einen Token haben, der beim Abziehen den Rechner runterfährt, und den Sie brauchen, um den Raum zu verlassen. Sie sehen die Kombination der Logik. Man sollte also bei Firmen einen Token haben mit einem RFID-Chip, der die Tür auf und zu macht. Sonst komme ich nicht mehr in meinen Raum hinein. Also werde ich den auch nicht stecken lassen und hinausgehen, wenn ich mal reinkomme. Das sind so die Gedanken, die man halt macht. Ob man es dann privat macht oder in der Firma dann braucht, ist egal. Aber das sind so die Ansätze, man kann sich auch immer auslocken. Auf einem Server oder LAN, das ist die nächste Frage. Wo liegen die Daten? Naja, oft auf einem Schlagwort FTP-Server, File-Server, was immer. Wer administriert denn? Also diese Fragen sind auch zu klären. Das Ganze wird aber noch schlimmer mit den Backups. Ich war heute bei einem Gespräch, als Sachverständiger bei einer Anwältin und die hat sich beschwert, dass sie ihre Daten einmal verloren hat und jetzt macht sie immer zwei USB-Backups und die legt sie immer schön brav auf die Seite. Da habe ich gesagt, na, das Büro hat aber keine Einbruchssicherung. Also das hat gar relativ wenig Sinn, wenn ich es offen herumliegen lasse, meine Backups. Sollte man zumindest im Tresor legen. Also das heißt, das sind so Dinge, die man halt bedenken müsste, denn es hat keinen Sinn, etwas zu hacken, wenn es hier frei zu bekommen ist. Früher war das nicht so einfach, wenn man so einen 9-Spur-Band gehabt hat, so ein großes. Wer hat schon einen Mainframe daheim gehabt zum Abspülen? Aber wenn Sie jetzt einen USB-Stick wo rumliegen haben, da gibt es ja den netten Test, ne, dass man den irgendwo fallen lässt und schaut, wie viele Leute gehen vorbei und wie viele heben dann auf. Und stecken ja dann auch noch an einen Computer an und so weiter. Also diese Geschichten kennt man. Und jetzt kommt natürlich die Cloud-Thematik als nächstes. Im Prinzip ist die Cloud eigentlich nicht wirklich was absolut Neues, denn das Outsourcing gab es ja schon viel, viel länger. Und gerade in Rechenzentren Outsourcen war auch schon eine lange Thematik. Also die Thematik war immer schon da. Wie weit vertraue ich denen? Und da muss ich eines sagen, wenn Sie mich jetzt fragen, wem vertrauen Sie mehr, einer Cloud oder einem eigenen Rechenzentrum in Kleinformat, sage ich der Cloud. Weil dort sitzen mehr Spezialisten, die auf die Sicherheit aufpassen, bis hin zu 27.000 oder was Gottes Zertifizierungen, die haben. Also da würde ich sagen, Rechenzentren aufwärts in Richtung Cloud sind betriebssicherer als jedes einzelne System in Kleinformat. Das ist nicht das Thema. Das Problem ist, wer hat dort Zugriff auf meine Bereiche, auch remote. Das ist das Thema. Und ein Thema, das natürlich schon ewig eigentlich ein Cloud-Service war, immer schon,
ist das Mailing. Mailing war immer schon etwas, was outgesourced ist an irgendwelche Provider, wo die hier herumgelaufen sind, die Daten. Und das ist ja der interessante Punkt beim Mailing. BlackBerry ist in Frankreich für Beamte verboten. Interessant. Warum? Weil BlackBerry als Mailsystem zwar genauso wie andere Mailsysteme operiert, aber die Mails doch zwischengespeichert werden, im eigenen Bereich manchmal auch länger. Und während der Zeit, wo das auf dem Rechner liegt, ist es lesbar. Egal, ob das jetzt eine sichere Verbindung war dazwischen oder nicht. Sie liegen dort. Dort sind sie lesbar auf dem Server. Und wenn der gehackt ist, ist die Information frei. Also auch beim Mailing ist durchaus der Gedanke an eine Verschlüsselung ein angebrachter. Nicht, wenn man jetzt sagt, ich habe eher SSL-Verbindungen und die VE mit S-Mail und was Gott was alles. Vergessen Sie das. Das ist nur die Verbindung. Nicht dort, wo es liegt. Und gerade bei solchen Dingen wie Mailing läuft das über x Knoten von A nach Z. Ist nicht gesagt, wie viele Knoten und wo die liegen. Also das ist genau der Punkt. Also, die richtige Antwort für Verschlüsselung heißt End-to-End-Verschlüsselung. Sprich, auf der File-Ebene, auf der Datenebene, dort wo sie entstehen, wo sie verwendet werden, müssen sie verschlüsselt sein. Das ist der richtige Punkt. So, jetzt sind wir dann gleich durch, bei der kommen wir gleich zur Praxis. Welche Arten der Verschlüsselung gibt es jetzt? Und die finden wir jetzt auch gleich beim Programm. Ein File kann man verschlüsseln, keine Frage. Ist anstrengend und viel Arbeit. Besser ein Container. Ein Container ist eine Sammlung von Dateien, die quasi ein Laufwerk symbolisieren. Man hat gesehen, wie man das mountet. Man mountet, der Begriff Mount kommt aus der alten Unix-Welt. Wenn man so ein Krypto-Laufwerk mountet, gebe ich meine Codedaten ein, Tipp rein, was immer. Und ich habe plötzlich ein neues Laufwerk und kann arbeiten ganz normal, wie ich gewohnt bin. Das geht einen Schritt weiter auf Partition-Ebene. Sie können Platten-Partitions, das Ganze skriptisieren. Wie gesagt, aufpassen, dass damit mehr passiert, weil das kennt natürlich dann Microsoft nicht mehr. Und noch schlimmer ist es dann, wenn Sie ein ganzes Laufwerk kryptisieren und noch schlimmer, wenn Sie die Systemplatte kryptisieren. Also das ist dann schon wirklich wieder zwangsneurotisch. Eine Systemplatte als Ganzes kryptisieren hat ein Restrisiko, dass dann gar nichts mehr geht beim Hochfahren. Das Restrisiko bleibt da. Also ich würde sagen, es reicht, wenn man Partitions kryptisiert und die Systempartition unbenutzt lässt und die Daten auf einer eigenen Partition und dort kryptisiert. Weil sonst kommt man irgendwann möglicherweise in den Fall, dass dann nichts mehr bootet. Was nicht sein sollte, aber passiert auch hier und da mal. Ja, und jetzt gibt es eben die Aussage, die ich von Anfang an schon, wie ist es mit der Sicherheit bedacht, habe ich das herauskopiert von der Chip-Redaktion. Da haben wir eben die 7.1.a, dass die eben entsprechend seit Juni 2014 motivationsmäßig nicht mehr weiterentwickelt wird, wohl aber gesichert geprüft wurde und die Empfehlungen natürlich vom lieben Mitbewerb da sind, nimmt er bitte irgendwelche andere Lösungen, die es auf dem Markt gibt, aber die sind nicht so gut geprüft wie die 7.1er von TrueCrypt. Es gibt natürlich noch die alternativen Downloads, die habe ich Ihnen nur hingeschrieben, wobei diese Geschichten halt zu überlegen sind. Wenn man will, kann man es auch machen. Ich glaube kaum, dass ein Österreicher in Gefahr ist im Privatbereich, dass er hier einen Hacker aufsitzt. Aber nichtsdestotrotz, es muss einem bewusst sein, die Verschlüsselung ist nicht gecheckt auf Source Code-Ebene. Also WinSCP, das ist Source Code auf kryptischer Ebene, wo man kopieren kann, und OpenVPN, also da gibt es verschiedene Lösungen, die man runterladen kann. Wo laden wir es runter? Also auch das ist ein Punkt. Normalerweise würde ich sagen, wenn Sie bei der heise.de nachschauen, da kriegt man die schön zum Runterladen. Interessant ist es, im Originalbereich war dann eine Signatur dahinter, um zu prüfen, ob der downgeloadete Code tatsächlich mit dem übereinstimmt, was die wollten, das drauf liegt. Ist aber wiederum zwangsneurotisch, denn wenn auf der Webseite, wo ich Download, der Key liegt, der Signatur-Key, wenn ich das falsch fösche, das auch. Also das haben sie dann auch bleiben lassen, weil das war irgendwie dann überkandidelt. Also da muss immer ein bisschen realistisch bleiben. So, und jetzt gehen wir präsentationsmäßig einmal das durch. Ich habe es natürlich auch live drauf laufen, können wir nachher live was anschauen. Wie operiert man? Erstens einmal, so schaut das Ding aus. Da gibt es vor allem ganz wichtig einen Namen, der ganz interessant ist, ist der Bruce Schneier. Fast nicht leistbar, wenn man das Vortragenden haben will. Der ist derzeit in England einer der größten Sicherheitsexperten. Hat auch ein Buch geschrieben, True Lies, sollte man sich anschauen, da sind wirklich nette Geschichten drinnen.
der ist einer der größten Spezialisten in puncto Kryptisierung, hat selbst auch einen eigenen Verschlüsselungsalgorithmus geschrieben, nämlich Twofish, bevor er sein eigenes Programm was er geschrieben hat, damit er ja nun mal sicher ist, dass nichts falsch ist oder selber nochmal programmiert. Also er hat nicht den Source Code geprüft, sondern hat ihn selber gemacht. Und ist auch ein Mitarbeiter von TrueCrypt gewesen. Wenn man das gemacht hat, kommt man dann zu einem Einstiegsfenster und da sieht man schon das Prinzip. Es geht hier nicht um File-Kryptisierung, sondern um Container-Kryptisierung. Das ist der kleinste Schritt. Das heißt, Sie können hier ein Volume kreieren, was nichts anderes ist als ein File, wo drinnen dann quasi eine Platte gebaut wird. Die wird auch formatiert, das File, hat beliebige Größe, also beliebig ist nicht, sagen wir gleich warum, hat eine Größe und da wird formatiert. Und da sieht man auch sehr schön den Unterschied zwischen den File-Systemen, wenn man dann formatiert. Das eine File hat mehr Platz nachher frei und das andere weniger. Ich sage nur zwei Vokabeln, FAT, File Allocation Table und NTFS. Für den, der es nicht weiß, macht nichts. Für den, der es weiß, weiß auch den Unterschied. Wann brauche ich NTFS? Wenn ich Dateien habe, die größer als 4 GB sind. Dann brauche ich NTFS. Sonst kann ich das nicht mehr bauen. Also FAT ist am meisten kleiner. Außerdem ist FAT ein bisschen weniger stabil, wenn man es einfach wegreißt und wegmountet und ausschaltet. Also NTFS ist empfohlenerweise das Bessere. Also das zu den File-Systemen. Und da sieht man natürlich auch, dass man es dann automatisch dismounten kann. Man kann verschiedene Files auswählen und die dann zuordnen. Aber wir machen jetzt eines, wir sind jungfräulich, haben keine Krypto-Container-Datei, wir machen eine. Und wenn wir eine machen, heißt es TrueCrypt Volume Creation Wizard. Das ist ganz einfach, es gibt drei Bereiche, wir schauen uns das obere mal an, einen Container. Wir werden dieses Non-System-Partition-3-Firmen nicht machen, weil braucht man nicht. Geht es nur vom Container einmal los. Wenn man den Container jetzt macht, gibt es zwei Varianten und jetzt wird es spannend. Das Schöne daran ist, Sie können sich damit etwas bauen, wo niemand, aber wirklich niemand, Sie motivieren kann, Ihre Daten kundzutun. Wenn jetzt jemand bei der Einreise in Amerika feststellt, Sie haben da eine TrueCrypt-Datei, okay, ich habe eine TrueCrypt-Datei, gib mir das Passwort, okay, da ist das Passwort. Der schaut die Datei an. Okay, das war's dann, dann dürfen Sie einreisen. Dass Sie in Wirklichkeit aber noch andere Daten wo liegen, weiß er nicht. Und er kann es auch nicht wissen und kann es auch nicht beweisen. Nein, auch nicht. Zeige ich Ihnen gleich. Nicht einmal dann. Zeige ich Ihnen gleich. Wir kommen gleich, ich habe das Beispiel dann hinten extra dabei, weil das so interessant ist. Jetzt gehen wir den einfachen Weg. Wir wollen nur verschlüsseln. Wir sind keine Ausreisende mit kritischen Daten. Wir sind ganz normale, na sagen wir so, bewusste Benutzer, die Daten verschlüsseln wollen. Ich wollte jetzt nicht sagen, normale Benutzer, weil die tun das nicht. Also, wir verschlüsseln jetzt. Wir wählen das aus. Und jetzt kommen die ganz normalen Schritte für diesen Fall. Erstens, wo legst du die Datei hin? Standardmäßig heißen die .tc für TrueCrypt-Dateien. Ich habe mir angewöhnt, auf allen meinen Systemen ein Verzeichnis zu haben, wo ich die Krypto-Dateien drin habe, damit es finden, oder? Hast V-Disks, virtuelle Disks, da lege ich alle meine TC-Dateien hinein. Und die heißt zum Beispiel jetzt DigiSociety-1. Die will ich haben. Und da stehen dann gewisse Dinge drinnen noch zu erklären, das, was ich Ihnen so erzählt habe und noch erzählen werde, erklärt er auch schön brav während des Prozesses. Also ich sage, ja, dort legst du es bitte hin. Nächster Schritt wird sein, was willst du für einen Algorithmus haben? Da gibt es eben dann Standardalgorithmus AES für die Verschlüsselung als symmetrisches Verfahren. Und da gibt es eben, wie gesagt, auch den Twofish-Algorithmus vom Schneier, der ein bisschen besser ist, aber langsamer ist. Meistens kommt man mit dem AES-Standard ganz gut zurecht. Und der ist eben der Advanced Encryption Standard. Und da sieht man auch, wo der Schneier sich reinprogrammiert hat, da hat er statt 14 Runden 16 Runden für den Spezialisten. Also das heißt, da hat er ein bisschen mehr Security eingebaut, wenn man das hier anschaut. Das heißt, der nächste Schritt, ich habe das auch nur noch hier kopiert, das sind die Algorithmen, die es gibt, aber im Prinzip sieht man, wie die Sicherheit hinaufzukurbeln ist. AES ist schon recht gut. Recht gut, mit 256 Bit. Wenn ich jetzt hergehe und den noch einmal verbessere, mit zwei weiteren Algorithmen und die auch noch kombiniere, na, da sind gewisse Geheimdienste auch schon am Stress, da etwas zu tun. Da müssen schon den NORAD und die NSA zusammenschalten, da müssen da was zusammenbringen. Allerdings, die sind natürlich am Werken, wollte ich nur sagen, Quantencomputer. Wenn Sie da nachlesen, da tut sich etwas, wo die in der Kryptisierung so eine Rechengeschwindigkeit erreichen, wo sie da auch schon mal wieder besser werden. Also, da tut sich was. Aber das wollte ich nur am Rande erwähnen, für den Privatmann oder eine normale Firma in Österreich reicht das vollkommen aus.
Und jetzt sagen Sie einfach, wie groß soll dieses Laufwerk, dieses virtuelle, das ich kryptisiere, wie groß soll das sein? Und wie gesagt, getestet bis 2 Terabyte. Geht tadellos und die Geschwindigkeit, Performance ist durchaus akzeptabel. Meine Standardvolumina sind so bei 2 bis 10 Giga. Und da kann man wirklich ständig so herumjonglieren mit 3 gleichzeitig geöffnet. Dann merkt man überhaupt nicht, dass da eine Verzögerung ist. Also jetzt habe ich nur als Beispiel, damit ich da nicht viel Platz verschwende, habe ich da jetzt 500 Mega genommen. Und was als nächstes kommt, ist natürlich jetzt das Passwort. Da kommt wieder diese Message, wie ein Passwort sein soll. Naja, das ist halt die Meldung, dass er dann, ich zeige es ja auch jetzt her, was man normalerweise nicht tut, da, weil ich ja zeigen will, wie es geht. Und dann nimmt man ein einfaches Passwort, dann schimpft er jedes Mal, aber beim Erstellen natürlich. Aber das, der Nachteil ist, man kann trotzdem overrulen und sagen, ja, ich weiß, es ist schlecht, ich will es trotzdem haben. Also hier hat man keine Sperre drinnen, das ist nur eine verantwortungsbewusste Nachfrage, ob es ernst gemeint ist, mehr oder minder. Und dann geht es schon los, dann fragt er mich, welche Form willst du haben? Willst du haben FAT, also File Allocation oder NTFS? Und dann kommt so ein Random Pool, der läuft so als Zufallszahl durch. Sollte ich nicht zufrieden sein, kann ich da was anderes auch verwenden. Aber reicht für den Normalfall völlig aus. Und das Ding ist kreiert. Wie schaut das dann aus, wenn man so anschaut, was ist entstanden? Eine Datei, 500 Megabyte groß, sie heißt so. Creation Date wird immer gleich sein, der Modification Date, weil ich ja nicht feststellen kann, ob ich was ändere drin. Also sollte man den Namen in der Datei sagen, welche Version das ist, damit ich später richtig zuordnen kann. Und das ist eine Datei, die mit diesem Logo entstanden ist und nicht da ist, weil ich es nicht gemountet habe. Wenn ich es dann mounte und verwenden will, geht das ganz einfach. Ich wähle ein Laufwerk, U, wähle eine Datei aus, eben die, die ich gehabt habe, das geht mit Doppelklick ganz einfach, und tippe dieses schöne DS1234 ein oder 5. Also das ist das kleine Passwort. Und dann sehe ich sofort, was entstanden ist, eine Kryptodatei. 1 Megabyte habe ich verblasen mit dem FAT. Also mit der Directory-Eintragung habe ich 1 Megabyte verloren in dem kleinen Laufwerk drin, weil das braucht er, damit er arbeiten kann. Und beachten Sie bitte, normal steht hinten. Normal. Das ist ganz wichtig, das heißt, das ganze Laufwerk ist ein normales TrueCrypt-File. Und wenn ich mir jetzt anschaue, habe ich plötzlich einen Datenträger, der hier verfügbar ist. Da kann ich jetzt drauf kopieren, was immer ich will. Man sieht, die anderen Platten sind ziemlich voll bei mir, aber auf alle Fälle, die ist noch ziemlich leer, weil ich sie gerade kreiert habe. Das war der einfachste Weg. Mehr brauchen Sie nicht. Und wenn Sie dann auf Abschalten Rechner machen, was immer, oder die Zeit nach 10 Minuten weg damit, kann niemand mehr die Daten lesen. Wenn ich irgendeinen Datensatz dort hinein ziehe mit der Maus, ist sofort drinnen. Schon geht auch viel schöner. Ich habe auch schon auf Laufwerke dieser Art Software installiert. Das ist nur eleganter. Wenn das Laufwerk weg ist, nichts da. Das Programm ist nicht da. Aber wenn ich mounte, funktioniert alles. Also ich kann auch Programme hier installieren. Nur auf Vorsicht, ist das nicht ein Problem mit der Geschichte? Da müssen Sie schon aufpassen. Also ich habe mir schon angewöhnt, dass ich meine Dateien immer UV und so weiter verwende. Natürlich, das ist ganz klar, haben Sie recht. Das lässt sich auch über Page-Dateien automatisieren. Richtig, lässt sich automatisieren, das lässt sich mit Files vom Stick weg. Das haben damals schon super Lösungen für Firmen gebracht. Also die glauben, die haben irgendeine synteure Chip-Lösung, dabei ist es nur USB-Stick und TrueCrypt. Die können das einfachst machen, das ist wirklich sehr einfach handelbar. Okay, aber jetzt kommen wir zu der Schönen, und das ist das Schöne, was kaum woher gezeigt wird. Was ich bis jetzt erzählt habe, finden wir im Internet mit YouTube-Videos und was Gott was alles, aber das habe ich nirgendwo gefunden, obwohl es einfach und schön ist, nämlich, ich nenne es Top Secret, wie kann ich jetzt ins Ausland fahren mit Daten nach China, ohne dass mich die verhaften? Ganz einfach, Sie gehen wieder in denselben Startprozedur, Sie kreieren sich wieder so ein Volume, so ein schönes Containerfeilchen, aber dieses Containerfeil ist ein Hidden. Und wenn es ein Hidden ist, können Sie hier auch in verschiedener Form, wohl, da können Sie normal, heißt, er macht eine Datei und dann die zweite. Wenn Sie schon ein TrueCrypt-File haben, wie das da, können Sie in das File eins hineinlegen, ein zweites. Der Vorteil ist, das zweite TrueCrypt-File liegt in dem Bereich, der nicht verwendet wird. Das heißt, das Geniale ist, wenn das erste aufmacht, wenn man gleich sehen, sieht man, auch die Hälfte ist belegt, die Hälfte ist frei. Im Freien schreibt er das hinein. Und es kann kein System der Welt
unterscheiden, ob es ein freier Bereich ist oder ob das kryptische Daten sind. Das ist ja immer offene Schuhe. Ne? Kommt gleich. Das heißt, es kann niemand erkennen. Es kann daher niemand sagen, da sind Daten drin. Er kann natürlich böse sein und sagen, okay, dann füllen wir das mit sinnlosen Bits auf. Dann kann er zwar ihre geheimen Daten überschreiben und löschen, aber er kann es nicht lesen. Und das ist ja eigentlich der Sinn der Verschlüsselung, und das schützt. Weil sie haben ja hoffentlich nur ein Backup von der TC-Datei. Zweiter Punkt, es gibt auch etwas, wollte ich nur erwähnen, im TrueCrypt, wo Sie anklicken können beim Kreieren, das eine Warnung ausschreibt, wenn das passiert. Würde ich nicht tun, weil es ist sinnlos. Dann merkt man, was haben. Also gehe ich das Risiko lieber ein, dass man er vernichtet, aber es kann niemand die geheimen Daten lesen. Das ist wichtig. Man muss nur aufpassen, dass das nicht passiert. Und der Direct Mode heißt, ich verwende ein vorhandenes, und der normale Mode, er macht beide Dateien gleichzeitig. Und jetzt kommt's. In dem Fall werden Sie genauso wie vorher wieder gefragt. Erstens einmal, in welche Datei willst du das reinschreiben beim Direct Mode? In welchen Container? Und kreieren wir es dort bitte. Ja? Dann kreiert er in das eine File eine zweite Kryptbereich hinein. Und jetzt sollte man natürlich aufpassen, wenn man da auch das gewählt hat, dass man jetzt nicht groß wird, um da sozusagen auch sinnvoll arbeiten zu können. Sie haben gesehen, erst waren es 500. 700. Bitte? 700. Nein, 500 waren es. Es war 500 und jetzt mache ich 200 vom Ungenutzten, also mehr die Hälfte sollte ich nicht selbst benutzen, und da haue ich mir die hinten zusammen. Und damit kann ich hier mit 200 das hineinschauen. Er motzt, wenn es nicht passt, sagt das. Also keine Sorge, wenn es überhaupt nicht geht vom physischen, eben 700, dann schreit er auch. Und jetzt sagt er eben, dass das Passwort wieder schwach ist, wie immer, selbe Schmäh wie vorhin, ist völlig identisch der Vorgang. Und jetzt kommt noch diese Message, die Warnung, die ganz dicke, fette Warnung, Achtung, wenn du das überschreibst beim ersten TrueCrypt-Passwort, das können getrennte, klarerweise, hoffentlich Passwörter sein, beim ersten Passwort kannst du überschreiben, beim zweiten machst du das erste auf. Das heißt, Sie haben zwei Passwörter für die Datei, die eine für die normale Verwendung und die zweite für noch sicherere Daten, mit dem Rücksichtnahme, Achtung, nicht überschreiben. Und dann kann man natürlich auch noch hier etwas anklicken, Protect Hidden Volume Against Damage. Also man kann es auch verhindern, aber wie gesagt, da würde ich aufpassen, weil das macht das verdächtig. Meine Frage vorher war, jetzt habe ich meine Dokumente so verschlüsselt mit TrueCrypt und diese Datei jetzt auf OneDrive. Und jetzt möchte ich aber eine Datei mit der Datei lesen. Das geht dann. Natürlich. Okay. Das geht ohne weiteres. Und das Schöne ist, wie schon erwähnt, wenn Sie das mit Dropbox machen zum Beispiel, dass der wirklich nur die Blöcke dann tauscht, die im Transfer notwendig sind. Das ist wirklich eine schöne Sache. Da kann ich das Office Online und so auch. Ah, wie? Office Online. Jedes Cloud-System können Sie damit verwenden, weil das ist ein File. Ja, aber ich kann hinter Cloud, dann im Internet kann ich da auf das File. Ja, reine Frage ist Traffic. Das ist ja das Öffnen eines Files. So wie ein PDF in der Dropbox geöffnet wird, brauchen Sie, das ist der einzige Nachteil auf dem System, wo Sie es öffnen, TrueCrypt. Genau, es geht nur bei Cloud-Systemen, die man als Laufwerk mounten kann. Okay, habe ich gerade indirekt gemeint, weil er nur blockweise ausgetauscht wird, muss natürlich blockweise am Mounten möglich sein. Das heißt, ich muss die ganze Datei runterladen. Wenn Sie das auf einem anderen System haben, das nicht zum Beispiel nicht Dropbox ist, dann ja. Aber darum wieder normalerweise diese Secret Data nicht täglich ändern. Also ich trenne das immer sehr schön in zum Beispiel Passwortdateien, können Sie durchaus so ablegen, die sind klein. Wenn Sie was Größeres haben, muss ganze Histories drauf haben, dann werden Sie nicht so oft ändern. Also man sollte es ein bisschen überdenken, darum habe ich ja das bei mir als V-Disk-Verzeichnis, dass man ein bisschen mit der Größe jongliert und wo man es liegen hat. Und noch einmal, ein wichtiges Problem, was wir echt haben, Android wird nicht unterstützt. Also Sie können das nicht übergreifend machen über die Betriebssysteme. Mit diesem Nickel-Laufwerk kann ich es aber auch so machen, dass ich sage, ich habe jetzt mein äußeres Laufwerk, das ja nur der Schein ist, wo halt nur 5-6 Files herumliegen und 80% sind dann für die eigentlichen Nutzdaten wieder im Nickel-Laufwerk. Absolut, ja. Können Sie machen. Nur wie gesagt, immer eine Frage der Auffälligkeit dann. Also wenn Sie nur so wenig drinnen haben, okay, können Sie gerne machen, ist kein Problem. Ja? Ich habe das jetzt als Beispiel hier gemacht. Ich habe da zum Beispiel eines normal gemountet. Also erst
habe ich es da leer gehabt, dann habe ich hineinkopiert und jetzt habe ich da eben 253 noch frei. Das ist das normale Laufwerk, wie man hier sieht. Und man erkennt auch da rechts oben, es ist normal. Das ist normal gemountet und das hier rüben habe ich als hidden mounted. Das sehen Sie, da habe ich nur 199. Und das Laufwerk selber, das zweite mit den 198, das ist hidden, hat noch nichts. Und das andere, das größere, da habe ich eine Datei vorher hineinkopiert. Also das kann man, wie Sie richtig sagen, kann ich natürlich auch hergehen und verwende dann nur so viel von dem da. Ganz klar. Gut, also das war einmal eine Einführung, man sehen kann, Verschlüsseln ist keine Hexerei. Also man soll es eigentlich auch tun. Ja? Ich schaue eine Lösung aus, wo ich das in der Cloud verschlüsselt habe, wo ich sowohl von Microsoft als auch von Android zugreifen kann. Andere Lösungen, ja. Also ich nehme das, machst du schnell. BoxCrypt gibt es, das Beispiel, das geht mit beiden. Also es gibt so Passwort-Crypt-Programme, gibt es jede Menge, wenn man da suchen geht. Aber das sind halt alle, die halt nicht geprüft sind. Das ist immer die Frage. Bitte. Wenn ich so ein TrueCrypt-Laufwerk in der Dropbox habe, ja? In einem Shared Folder, auf dem mehrere funktioniert. Ja, funktioniert. Aber immer nur einer. Also Sie können es interessant. Sie können es auch nicht kopieren, wenn es geöffnet ist. Weil da Schreibschutz drauf liegt. Das geht einfach nicht. Sie können auch nicht dismounten, wenn es geöffnet ist in einem Laufwerk. Also in einem Programm. Also da passt es drauf auf. Also wenn man gemeinsam in einem Kryptobereich nicht betrogen. Also das ist ein. Normalerweise ist es ein heikler Punkt, das sollte man abwechselnd tun, aber geshared. Also es könnte sein, das muss ich jetzt mal prüfen, das habe ich nicht ausprobiert, ob man das bei einer Partition, die man gemountet hat, auf einem Server, oh ja, das geht, das haben wir schon gemacht. Wenn Sie ein TrueCrypt als Partition mounten auf einen Server, können Sie geshared zugreifen. Das geht. Das haben wir schon gemacht. Aber ein Server nicht in der Dropbox? Nicht in der Dropbox, nein. Auf einen Server geht es. Ja, und da kommen wir jetzt zum Abschluss jetzt. USB, Token, einfache Sachen, Wissen und Besitzen, die altbekannte Geschichte, um etwas noch zu verbessern, damit das nicht nur eine Passphrase ist, denn die könnte man natürlich zwangsneurotisch behaupten, es läuft ein Trojaner, der hört Ihnen genau zu, was Sie alles tippen, ein Keylogger, der schaut genau, was Sie alles tippen, dann holt er sich die Datei und kann es aufmachen. Daher kann man für so einen Fall noch mit einem USB-Stick arbeiten und dort ein Key-File drauflegen. Und nur wenn man das besitzt, dann funktioniert. Geht übrigens auch mit anderen, Kartensystemen, geht TrueCrypt auch, aber das ist die kostenlose und einfachste Lösung. Und in so einem Fall kommen wir jetzt genau zu demselben Punkt. Sie definieren ein Key-File, legen das ab und können es irgendwo hin kopieren. Manche haben es am Rechner liegen, das ist ungeschickt. Man sollte es auf einen USB-Stick legen. Es ist einfach ein File. Und dieses File braucht er mit einer Aktivierungsphase zusammen, um diese Krypto-Containers zu öffnen. Also das ist ganz eine einfache Methode. Da gibt es auch wieder die Methoden, wenn ich entweder mir selber nicht, also dem System traue, dann kann ich sagen, kreiere mir so ein File, dann macht er so eine Random-Geschichte mit der Mausbewegung und ich habe so ein Key-File. Oder ich sage, ich habe da etwas bekommen von einem Freund, das ist eine zufällige, garantierte zufällige Datei. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass PGP-Zeiten, dass Logfiles sehr was Zufälliges sind. Also da haben viele Leute Logfiles verwendet, ganz große als zufällige Dateien. Was immer. Und diese Datei kann ich dann verwenden oder ich lasse mir selber eine erzeugen. Das ist eine beliebige Datei, die ich irgendwie nenne. Und die gebe ich dann da hinein unter Keyfiles. Und da kann man das auch als Default einstellen. Er muss immer den USB-Stick haben, damit es funktioniert. Und dann ist die ganze Geschichte gesichert. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, aber die möchte ich nur am Rande erwähnen. Sie können einiges auch bei TrueCrypt setzen. Und das sind ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht zu erwähnen sind, ganz interessant. Man kann das cachen. Kurze Zeit sollte man dann nehmen. Also wenn ich sehr oft dismounte, in kurzer Zeit kann man das Passwort cachen. Und nicht zu lange, wenn man den Rechner verlässt, ist es blöd. Also all diese Dinge kann man schon machen, wie man hier sieht. Man sieht das Auto-Dismount. Wenn man sich ausloggt, soll es natürlich weg sein, logisch. Ist gut angekreuzt. Man kann dann, wenn man in Stromsparmodus geht, runterfährt, kann man sagen, automatisch dismounten, damit niemand was sieht.
und man kann das nach einer gewissen Zeit automatisch bei Inaktivität und. Also man kann viele dieser Dinge auch wirklich noch einstellen und nach eigenen Bedürfnissen tunen. Die Standardeinstellungen sind recht gut. Alles muss man bedenken, was ist, wenn ich es overrule oder anders mache, ob das nicht eine Sicherheitslücke einführt. Und genauso gibt es dann auch noch die Traveler-Geschichte. Sie können das Ganze auch portabel machen. Dann haben Sie die Datei zwar auf einem Stick, aber das Problem ist, er braucht im Prinzip Druckgrip auf dem System. Das heißt, es geht nicht, dass ich von da aus auf irgendeinen Rechner gehe und die Druckgrip-Datei aufmache. Das geht nicht. Ich muss Druckgrip installieren. Das ist sicher eines der größten Nachteile von Druckgrip, weil ich es auf allen Systemen, die ich verwende, installieren muss. Was nicht so, was so machbar ist, wenn man mehrere Arbeitsplätze hat, zu Hause, privat oder sonst wo, installiere ich halt über das Druckgrip. Also das sind die Wege. Ja, soweit es um Windows-Systeme geht, ja, habe ich das praktisch ausprobiert. Man kann das mit der Portable-Version lösen, das Problem. Mhm. Das heißt, man muss nicht installieren, man tut dem Rechner nichts an und man kann mit der Portable-Version von DruckRig 7 anstandslos arbeiten. Das habe ich ausprobiert und habe auch probiert, ob dieselbe Container auch unter macOS bzw. unter Ubuntu 64-Bit funktioniert und das ist gegangen. Aber Sie müssen USB exekutiv, also zulassen, dass exekutiert wird von USB. Naja, das ist eine Sicherheitslücke. Also DruckRig in der portablen Version kann auch im Rechner liegen. Nein, ich meine, in der portablen Version heißt es, dass Sie auf dem USB-Stick Exe-File haben. Nein, man kann es auch reinkopieren auf die Platte. Natürlich, aber das sind beides Vorgänge, die nicht bei normalen gesicherten Systemen möglich sind. Das ist genau der Punkt. Das heißt, ich muss entweder erlauben, dass am USB-Stick der Exe-File läuft, exekutierbar am USB läuft, das ist eine ziemliche Sicherheitslücke bei USB, oder ich kann hineinkopieren auf den Rechner ein Exe-File und laufen lassen, das ist auch nicht immer möglich bei sicheren Systemen. Also das muss man bedenken. Sie haben recht, man kann... Natürlich. Wenn ich installieren muss in einem System, ist das keine Frage. Wir wollen das bereitstellen. Das ist genau die Frage. Also das muss man dann überlegen, welche Rechte man hat über die Exe-Files. Aber die Traveler-Version heißt, ich muss irgendwo was exekutieren, weil sonst kann er das algorithmisch nicht auflösen. Das ist genau das Thema. Okay, ja, wie gesagt, Zusammenfassung, wir haben überall eigentlich schon die Verschlüsselungsthemen drinnen. Die kryptografischen Verfahren sind tagtäglich vorhanden, mehr oder minder gerne gesehen von Polizei oder auch Überwachungsbehörden. Und bei den meisten weiß man halt nicht, wie sie wirklich funktionieren und was sie wirklich tun. Und bei DruckRig weiß man, dass sie geprüft sind. Und bei allen anderen kann ich nur sagen, Restrisiko vorhanden. Aber besser, man macht es mit einem System, das nicht geprüft wurde, also man macht es gar nicht. Also das ist schon ein Punkt, dass man hier aufpasst. Also gerade diese ganzen Passwort-Saves, die es hier gibt in verschiedenen Bereichen, die auf Windows und allen Smartphones laufen, diese Passwort-System, Passwort-Boxen oder wie immer die heißen, die Saves, okay, besser als man hat es nicht. Nur will ich dort noch einmal kryptisieren. Also ich bin auch so zwangsneurotisch. Ich habe da ein paar solche Dinge laufen. Aber jedes Mal, wenn ich dort ein Codewort reinschreibe, kodiere ich es noch einmal. Also wenn, nach den vorgenannten Methoden. Sie finden auf keiner meiner Kryptodateien ein richtiges Passwort. Obwohl es eigentlich blöd ist. Nicht? Aber auf Kryptodateien noch einmal zu krypten, den Code ist zu empfehlen. Und da habe ich interessante Methode für mich, das kann ich Ihnen auch sagen, kann ich Ihnen ruhig verraten. Wenn dort steht, E-Mail-Adresse, daneben Passwort, Doppelpunkt, und es steht hinter dem, was dort steht, EC, dann weiß ich, aha, das ist encoded. Und dann weiß ich, das ist mein Algorithmus, den ich einzig überall habe. Und damit kann man auch in Kryptodateien, die nicht so sicher sind wie TrueCrypt, immer noch Passwörter hineinschreiben und braucht nicht die Angst haben, dass das wer liest. Ich habe da beim Morgenvortrag über IoT das Thema drinnen, dass zum Beispiel Fingerabdrücke schon relativ leicht zu kriegen sind heutzutage, weil sehr viele ihr Smartphone mit Fingerabdruck starten. Dann hacken sie das Handy und haben den Fingerabdruck von dem auf einmal. Also ich meine, das ist eigentlich verrückt. Also das heißt, man sollte in jedem Fall, wenn es um heikle Codewörter geht, diese noch einmal krypten und in einen Krypto-Container reinlegen. Und das ist eigentlich die Aussage, wenn es wirklich heikel ist. Also das ist so, gerade auch mit die Router-Geschichten, nicht? Also Router-Passwörter, stehen meistens hinten drauf am Router. Das ist ja auch so ein Kapitel für sich. Und wer verändert das wirklich? Wir haben jetzt einen LTE 4G gekauft für zu Hause und denken wir, aha, interessant, schneller mal ändern.
aber ich möchte nicht wissen, wie viel seine LTE-Router zu Hause hinstellen und nicht das Codewort ändern. Ja? Ich hab einen von der 1 installiert bei meiner Tochter, da war der System-Account ohne Passwort. So ist es. Sysadmin ist kein Passwort. Ja? Wenn du es nicht änderst. Ja, und das sind die heiklen Dinge. Aber jetzt, klarerweise habe ich es geändert und es gibt wieder in eine Eintragung in einer meiner TC-Dateien, wo hinten EC steht. Weil das merkt man sich ja nicht alles. Das ist ja klar. Vermutlich die Hoffnung, dass niemand auf die Idee kommt, beim Administrator Enter einzugeben. Sie werden es nicht glauben. Da hat einer zu mir mal gesagt, habe ich gefragt, wie ist das Passwort? Sagt er, keines. Ausgeschrieben, keines. Auf das müssen wir einmal kommen. Ne? Also als Cloud kann man es jetzt eigentlich nicht unbedingt nutzen, weil man überall den Client braucht, damit man die Dateien mounten kann und so weiter. Also wenn ich jetzt meine Dateien daheim erstelle und in der Uni am Computer das mir anschauen möchte, nochmal bearbeiten möchte oder so, dann ist das jetzt nicht so wirklich dafür geeignet. Das ist generell nicht geeignet. Machen Sie wirklich auf der Uni, machen Sie private Dateien auf einen Rechner auf, den Sie nicht kennen? Okay. Mutig, mutig. Naja, es ist doch eher mein Webnutzungsverhalten, oder? Also das, was ich in Google eingebe, das, was ich, wie viel Zeit ich auf irgendwelchen bestimmten Seiten verwende und so, das ist doch das, was die Hacker eigentlich wollen. Und nicht meine Filme, oder? Die Hacker wollen aber erstens aber ihren Computer, das ist das Erste. Den Computer wollen Sie mal haben. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn Sie Daten von Ihnen haben wollen, dann sind das dann Codewörter, Passwörter und solche Dinge. Und die sollten Sie, wenn Sie es wohin schreiben, einmal verschlüsseln. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, nie auf einem Rechner, den Sie nicht kennen, irgendein Passwort eintippen. Das ist der erste Schritt. Denn ich kann Ihnen Sachen zeigen von Hardware-Keyloggers, das mache ich bei Vorführungen, da können Sie machen, was Sie wollen. Ich kriege alle Ihre Passwörter, wenn der Rechner nicht Ihnen gehört. Das ist das Schlimmste. Ja, nicht tun. Das heißt, auf der Uni haben Sie ein normales Word-File, okay, verwenden Sie es. Man soll es halt wieder lesen. Und wenn es kritisch ist, dann nehmen Sie ein Notebook mit von zu Hause oder machen Sie es zu Hause. Aber nicht in einem öffentlichen Cybercafé irgendetwas aufmachen. Ausnahmen gibt es, aber ich glaube, die können Sie nicht leisten. Es gibt Sandbox-Technologien von Checkpoint. Da können Sie unter einem Web-Betriebssystem eine Sandbox aufmachen, die wirklich sauber gelöscht wird. Aber das kostet. Ja, das ist ja der große Vorteil an der Cloud eben, dass man von überall aus seine Daten bearbeiten kann und so weiter. Ja, sicher, das ist das Problem. Ja, aber das heißt, entweder man nutzt. Nur, da müssen Sie einen trennen zwischen heiklen und nicht heiklen. Also die Daten, die Sie von überall bearbeiten, die können ruhig ja auf der Dropbox liegen, ganz normal, aber die heiklen gehen zu der TC und da haben Sie halt keinen Zugriff von überall. Das ist halt so. Ich meine, was ist denn heikel? Was sind heikle Daten dann? Das müssen Sie entscheiden. Nein, das müssen Sie entscheiden. Das, also, Musikdateien sind nicht heikel. Aber das ist. Da machen Sie das ganz anders. Sie können es zum Beispiel dorthin legen. Die werden Sie auf der Uni nicht brauchen jeden Tag. Eben. Also sowas könnte man durchaus dort hinlegen oder kann man auch empfehlen, also ich würde es nicht empfehlen, aber bei der digitalen Signatur, wenn Sie eine Handy-Signatur haben bei der ASIT oder so, gibt es einen Tresor, wo Sie es ablegen können. Es gibt viele, viele Lösungen, die Ihnen solche, unter Anführungszeichen, sichere Tresore anbieten. Also das sind meistens lokale Clouds in Österreich. Da kann man sowas ablegen. Nebenbei bemerkt ist die Frage, was da jetzt kritisch ist. Ihr Geburtstag, wenn Sie eine Firma haben, ist Ihr Geburtstag ein offenes Geheimnis. Das kriegen Sie raus. Das überall im Internet auch schon. Ich meine, jeder Dienst will meinen Geburtstag wissen. Wozu, den weiß ich eh jederzeit. Ich meine, ja, bei der Firmeneintragung steht das Geburtsdatum im Firmenbuch. Nein, aber diese Daten geht es ja da nicht. Das nein. Nicht, also die kritischen Daten sind die, wenn es zum Beispiel um einen Bankzugang geht. Ja. Zugangsdaten zu einer Bank. Wenn Sie die machen sollten mit PINs zum Beispiel. Nicht schön, weil das geht ja mit der digitalen Signatur an, aber falls Sie das machen, dann sind das sicher heikle Informationen. Und das ist ein fünfstelliger PIN, das ist scheußlich, zum Beispiel. Ja. Allein von der Idee her. Also den würde ich wirklich nicht verwenden, wo ich den Rechner nicht kenne. Ja. Also ich meine, das ist jetzt wahnsinnig schwer. Das Bewusstsein, was ist eine wichtige Information über mich, ist zu wenig bekannt. Das ist das Problem, wie man sieht, dass jeder für sich klären muss. Also wenn ich das zum Beispiel den Vortrag anschaue, kann der öffentlich sein, ja oder nein? Also da könnte irgendjemand schon wieder was machen damit, ja vielleicht, aber ist an und für sich
jetzt ja auch öffentlich. Natürlich, jetzt ist aber immer nur so, entweder ich kann es nutzen und gehe dafür alles andere ein, oder ich kann es überhaupt nicht nutzen. Nein, das stimmt nicht. Da bin ich anderer Meinung. Inwiefern kann ich denn meine Dokumente in der Uni anschauen, wenn ich nicht den Client nutze? Nochmal, warum wollen Sie das? Ja, beispielsweise habe ich meinen USB-Stick zu Hause vergessen, mein Laptop liegt auch daheim und ich weiß aber, oh ja, meine Sachen sind auch in der Cloud. Von dem her, ich brauche die Präsentation zum Beispiel. Na und, ist ja kein Problem. Dann trennen Sie das, sage ich, dann trennen Sie das. Sie verwenden zum Beispiel eine Cloud-Service, ob jetzt OneDrive oder Dropbox oder irgendwas, legen Sie das hinein, die Daten, die nicht kritisch sind. Sie müssen eine Klassifizierung von Daten machen. Das ist die oberste Regel jeglicher Security in der Informationssicherheit, Klassifizierung von Daten, bevor man weiterdenkt. Eine Präsentation für irgendeinen Vortrag, den Sie auf der Uni halten, das sind normaler Mehrveranstaltung, wird wahrscheinlich eher weniger kritisch. Umgekehrt wieder. Eine Kopie Ihres Passes würde ich nicht dorthin legen. Obwohl auch das nicht so kritisch ist, hat eh schon die Polizei an, die dann zollen und überall. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die würde ich nicht so frei zugänglich zumindest machen. Aber das ist, glaube ich, generell die Frage. Ja? Es ist immer dieser Kompromiss. Das ist es, ja. Sicherheit. Genau. Und Bequemlichkeit. So ist es, genau. Okay, wir sind jetzt eh schon nahezu am Schluss. Ja, okay. Es kann auch eine Präsentation bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung durchaus etwas sein, was man nicht hergeben möchte. Richtig. Weil man vielleicht nicht möchte, dass einen Tag vorher die gleiche Präsentation ist. Genau. Also genau das muss man unterscheiden. Genau das ist der Punkt. Ja. Also es gibt Informationen, von denen man möchte, dass sie zum Zeitpunkt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht öffentlich sind. Und ab dem Zeitpunkt können sie durchaus öffentlich zugreifen. Zum Beispiel wie das Rücktrittsansuchen des Herrn Bundes. Das wollte er ja auch nicht um Vortrag. Das heißt, der Punkt ist, das müssen Sie entscheiden, genau. was für Sie der Zeitpunkt ist, wo Sie sagen, ab dem Zeitpunkt oder das möchte ich eigentlich nicht, dass jemand öffentlich von mir weiß. Egal, ob das jetzt eine Arbeit ist, eine Diplomarbeit oder eine Doktorarbeit oder sonst irgendwas. Ein Nachtrag. Ich glaube, der Mikrofon. Ja. So. Ich habe einen Nachtrag, der, glaube ich, auch die Diskussion löst. Es gibt eine Software, die TrueCrypt auf Android-Devices unterstützt. Und zwar heißt das Ding Encrypted Data Store, EDS. Das gibt es in einer Lite-Version mit einer ganz Tonne Einschränkungen und offensichtlich auch als Bezahlversion, die dann mehr unterstützt. Ich habe mir es natürlich nicht angeschaut, sondern ich habe es nur gerade gefunden. Ich wollte es nur dazu sagen. Gut. Und damit habe ich natürlich auch immer ein Device mit, das sozusagen hinter meiner Kontrolle wiederum ist. Wobei das zweite Thema für mich ist, in der Cloud, wenn ich Cloud verwende, dann verwende ich ja die Cloud nicht nur, um es quasi auch unterwegs auf Web aufzumachen, sondern auch, um alle meine Devices gesynkt zu haben. Das heißt, auch für den Zweck ist es ja durchaus sinnvoll, die Dinge verschlüsselt zu haben, nämlich dass es beim Transfer auf meine Devices nicht zufällig irgendwo abgehört werden kann. Das heißt, wenn ich meine Bankdaten oder Verträge oder was immer für mich jetzt wichtig ist, in so einen Container einlege und das auf alle meine Devices synke, dann habe ich wahrscheinlich irgendein Device bei mir, wo ich das auch unterwegs aufmachen kann dann. Wir müssen uns natürlich auch bewusst sein, dass wenn wir gratis Mail-Services nutzen, Gmail, Hotmail etc., dass wir unsere Daten bezahlen. Ja? Ich sage, ja, es ist okay, gehört zu den allgemeinen Geschäften, dass meine Daten jetzt induziert werden dürfen von Google zum Beispiel. Und wenn das jetzt eine Anmeldung fürs Patentamt ist, ja, etwas, was ich vorhin in Jahre investiert habe, vielleicht klappt, ne? Gut, dann Dankeschön für die Teilnahme. Wir haben noch Getränke. Applaus